In den USA ist dank der Fed und der Stimulusprogramme ein neuer Volkssport entstanden und der nennt sich Short Squeeze. Kaufe die Aktien, die Hedgefonds geschortet haben. Das hat bei GameStop eine Zeit lang funktioniert und das soll jetzt bei den Cannabis-Aktien funktionieren. Aber es gibt ein paar kleine Problemchen mit dieser ganzen Geschichte, denn diejenigen, die hier spekulieren, die sind finanziell nicht mehr so gut auf der Brust wie noch vor einiger Zeit. Das will ich Ihnen in diesem Video zeigen, wo die Gefahren, wo die Chancen sind und was sich da möglicherweise so ein bisschen im Hintergrund zusammenbraut, aber der Reihe nach. Da hat zum Beispiel heute Lance Roberts getwittert: "The best way to speculate to make big money in the market, kaufe Call-Optionen, wenn du richtig Geld verdienen willst, auf die most shorted stocks, also auf die meist geschorteten Aktien und hoffe dann auf eben diesen Short Squeeze." Und dann sagt Lance Roberts: "Jetzt hat mich meine Mutter angerufen, die ist so fast 80 Jahre alt und hat gesagt, Mensch, wie kann ich das denn tun, will ich mitmachen bei dieser ganzen Geschichte? Sie wusste nicht mal, was eine Call-Option ist." So Lance Roberts, das habe ich ihr dann versucht zu erklären. Jetzt ist sie fit und will auch mitmachen. Und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, wenn jetzt auch die Senioren und nicht nur die etwas Jüngeren mitmachen bei solchen Geschichten. Das wäre natürlich eine super Geschichte. Also die Steinzeitboomer, die Ultraboomer, die wollen jetzt auch mitspielen. Und man sieht, da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Optionsvolumen, vor allem von Retail-Tradern, also von Privatinvestoren, und von den Most Shorted Stocks, die hier vor allem von diesen Call-Beständen am meisten getroffen werden, respektive am meisten korrelieren. 78% hier der Zusammenhang. Und Lance Roberts hat also seiner Mutter, die fast schon im Altersheim sein könnte, erklärt, wie die ganze Geschichte läuft. Ich will auf Lance Roberts mal gesondert hinweisen. Der macht täglich auf YouTube eine Sendung, die heißt 3 Minutes on Markets and Money. Zählt für mich zum absoluten Pflichtprogramm. Schaue ich mir jeden Tag an. Hier sehen Sie unten Lance Roberts, der sehr, sehr kurz, kompakt die ganze Geschichte zusammenfasst. Eines meiner absoluten Lieblinge. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt sehen wir hier mal den Zusammenhang zwischen dem Download der Robinhood App, also praktisch dieser Neo-Broker-Plattform, mit der man vor allem Optionen handeln kann, Kontoeröffnung super einfach, und der Sparquote der Amerikaner. Und wir sehen, als der erste Stimulus-Scheck im Frühling 2020 bei den Amerikanern ankam, da ging die Sparquote nach oben. Und während des Anstiegs der Sparquote haben die Leute diese Robinhood App runtergeladen, dann ging die Sparquote wieder zurück und damit auch so ein bisschen die Downloadfrequenz der Robinhood App. Aber jetzt sehen wir, die Sparquote ist weiter unten geblieben, weil die Leute auf den nächsten Stimulus-Scheck warten. Aber die Downloadfrequenz von Robinhood schießt durch die Decke. Mithin bedeutet das nichts anderes, als dass immer mehr Leute jetzt da mitspielen wollen bei diesem Short-Squeeze-Spiel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass sie finanziell eher schlechter gestellt sind. Das heißt, sie haben eben auch weniger Verlusttoleranz. Das heißt, sie setzen da prozentual mehr ihres Geldes aufs Spiel, denn die haben jetzt nicht mehr so viel in der Hinterhand. Wenn das also schief geht mit diesem Short Squeeze, dann haben die möglicherweise gleich mal ein richtiges Problem. Und jetzt ist die Frage, ja, wann kommt denn der nächste Stimulus-Scheck? Jetzt hat Pelosi gesagt, ja, ich hoffe, dass wir schon Ende des Monats, Ende Februar, also irgendwie den Relief Plan fertig haben. Der muss ja dann noch abgestimmt werden und dann dauert es noch, bis die Schecks dann ausgefüllt werden, verschickt werden, ankommen schlussendlich. Frage wird auch sein, ja, wie groß wird jetzt dieser Scheck? Werden es wirklich diese $1,400 pro Familienmitglied in den USA, ja oder nein? Jedenfalls sehen wir, dass durch diese ganzen Stimulusmaßnahmen, da hatten wir den sogenannten CARES Act, $2 Billionen, wir hatten dann den Dezember Stimulus Aid, $900 Milliarden, und jetzt sollen nochmal 1,9 Billionen obendrauf kommen. America Rescue Plan nennt sich die ganze Geschichte. Und diese Summe entspricht nominal auch der Summe, die die Amerikaner in den, oder die, das BIP der Amerikaner in den letzten 7,5 Jahren gewachsen ist. Das heißt, das, was jetzt an Stimulus hier ausgeschüttet werden soll, das ist das Wachstum, was in den letzten 7,5 Jahren erzielt wurde. Das würde sozusagen jetzt neutralisiert
als wäre es nicht der Fall gewesen. Das einfach nur mal, um die Dimension hier zu zeigen. Und wir gehen weiter. Es fühlt sich also so an, und wir haben gestern ja die Aussagen von Jerome Powell gehört, als wäre das so ein bisschen wie in Japan zwischen 1985 und 90 für diejenigen, die nicht wie ich zur Boomer-Generation gehören, vielleicht der Hinweis damals, da ging es richtig rund in Japan, da die Wirtschaft stark anzog, ein richtiger Boom vor allem am Immobilienmarkt ansetzte. Damals war der Kaiserpalast in Tokio mehr wert, hatte einen größeren Verkaufspreis als alle Vermögensgegenstände in Kalifornien, muss man sich mal vorstellen. Jedenfalls sind da absurde Dinge passiert, von denen sich Japan nur sehr, sehr schleppend Jahrzehnte später erst erholt hat. Und jetzt schreibt hier Forex Live, okay, das fühlt sich so ein bisschen an wie eben in Japan in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, nur so ein bisschen näher an 85 statt an 1990, denn 1990, da platzte diese ganze Geschichte und der Nikkei zum Beispiel hat Jahrzehnte gebraucht, bis er auch nur annähernd wieder bestimmte Niveaus erreicht hat. Ich glaube, er ist noch weit entfernt von den Niveaus, die wir eben Ende der 80er Jahre gesehen haben, zumal praktisch der japanische Staat so ziemlich alles gerettet hat, was nicht auf den Baum kommt, dadurch eine immense Zombifizierung der japanischen Wirtschaft ausgelöst hat. Aber die ganze Geschichte kann eben auch schiefgehen. Solche Exzesse, Spekulationsfreude, wie auch immer, kann auch mal scheitern. Hier sehen wir mal die sogenannten Reddit-Darlings, nämlich AMC, GameStop und BlackBerry, und die sind kurz ziemlich heftig nach oben geschossen, aber dann auch ziemlich heftig abgestürzt. Ich hatte die untere Grafik schon mal gezeigt, dass 9% der Amerikaner GameStop-Aktien gehandelt haben, 10% sogar AMC-Aktien. Also da ist der Kreis derjenigen, die sich da engagieren, ist sehr, sehr groß, ob als Aktie physisch oder vor allem über Optionen. Das ist das große Spiel, und jetzt hat zum Beispiel AMC es geschafft, dann als die Aktie massiv angestiegen ist, selber Aktien zu verkaufen, praktisch eben damit Kapital frei werden zu lassen, damit man diese Krise überstehen kann. Das hat GameStop nicht geschafft. Man hat versucht, man hat überlegt, man hatte schon Pläne, aber hat dann davon Abstand genommen. Damals die Aktie ja teilweise $465 im Hoch, und der hat das nicht gemacht, wie Reuters hier berichtet, weil man eben Neuigkeiten hatte, Informationen hatte über die Geschäftsentwicklung, die man noch nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt hatte, und das wäre dann aufsichtsrechtlich ein Riesenproblem gewesen, wahrscheinlich. Da hat man gesagt, das Risiko ist zu groß, also da hat man richtig Pech gehabt. AMC hat die Chance genutzt und hat praktisch von denjenigen, die dann auf Höchstkursen oder in der Nähe der Höchstkurse gekauft haben, eben das Geld an sich genommen. Das ist im Prinzip eine riesige Umverteilung, die hier stattfindet, seien wir uns dessen mal bewusst. Und es ist eben auch so, und Sie kennen hier die neuesten Hypes, Tilray, Afria, wie sie alle heißen, da gibt es ja verschiedene Kandidaten, die hier massiv steigen. Wir sehen hier in dieser Grafik, manche Aktien sind in sehr kurzer Zeit über 400% gestiegen, und wir sehen einen ersten kleinen Anstieg, als die Wahl war, Anfang November, Sieg der Demokraten, und dann vor allem, als die Senatsnachwahl in Georgia war, da begann dieser Hype ein bisschen Fahrt aufzunehmen, aber jetzt ist er in den letzten Tagen dann erst richtig explodiert. Und ist allerdings auch vielleicht schon fast wieder vorbei, das ist die Frage. Jedenfalls sehen wir, dass die Nachfrage bei Google nach Cannabis-ETFs, also die Suchanfragen nach Cannabis-ETFs, massiv nach oben gegangen sind, haben sich in kürzester Zeit jetzt vervierfacht. Also da ist eine Menge Holz. Wenn wir zum Beispiel über diese Hype-Aktien auf finanzmarktwelt.de berichten, dann gehen die Zugriffe auch massiv nach oben. Das ist da also praktisch ein Beleg dafür, dass der Kreis auch in Deutschland, die diese Aktien handeln, auch immer größer wird. Aber die ganze Geschichte kann eben auch schief gehen. Wir sehen hier zum Beispiel Sundial. Bums ist zwar massiv gestiegen, dann aber auch ziemlich heftig nach unten gekommen. Tilray, dann auch über 30% gefallen vom Top. Also wer da oben gekauft hat, der muss jetzt irgendwie hoffen, dass die ganze Geschichte anders läuft als bei GameStop. Aber es ist ja so, meine Damen und Herren, Sie kennen ja bestimmt das angelsächsische Sprichwort What comes up never goes down oder so ähnlich. Ja, also Aktien steigen ja immer, weil das ist ein physikalisches Grundgesetz, gell? Und das wird ja durch die Geschichte untermauert. Schauen Sie mir, nennen Sie mir eine Aktie, ne? Eine einzelne, einzige Aktie, die gestiegen ist und dann wieder gefallen ist, historisch, gell? Also mir fehlt jetzt
keine ein. Also vielleicht haben Sie, da können Sie mir ja vielleicht Hinweise geben dann in den Kommentaren oder so. Kennen Sie eine? Also ich kenne keine. Gut, in Deutschland haben wir Telekom gehabt, ne? Aber das war die einzige. Sonst kenne ich Wirecard. Okay. Na, Wirecard ist zwischenzeitlich einmal ein bisschen gefallen, aber nicht so wahnsinnig viel. Aber wir sehen, dass da an der Wall Street derzeit Folgendes passiert. Da gibt es offenkundig Algos, die größere Verkaufsorders hier in den Markt schmeißen. Wir haben jetzt vorgestern und heute die größten Verkaufsvoluminas gesehen des gesamten Februars bisher. Wir hatten nur einmal im Januar noch ein bisschen mehr Saft hinter den Algos, die hier offenkundig Sell gedrückt haben. Also da sieht man, da ist ein bisschen Nervosität schon im Spiel. Und wir sehen, dass wir ein solches Phänomen, wo praktisch ein Volkssport an der Börse ausgeübt wurde, das gab es schon mal, das gab es bis ins Jahr 2018. Damals haben Millionen von Amerikanern den VIX geschortet. Also das Instrument, mit dem man Vola spielt, die Vola-Erwartung der S&P 500 Aktien in den nächsten 4 Wochen. Und es war ein Volkssport, eben immer auf eine sinkende Vola zu setzen, weil Aktien ja immer steigen. Normalerweise, wenn Aktien steigen, sinkt die Vola. Aber dann kam der 5. Februar 2018, also jetzt knapp über 3 Jahre her, und plötzlich sprang der VIX. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da der Auslöser war, ob es da was Konkretes gab. Jedenfalls sprang der VIX um 100% nach oben, ist von 15 auf über 30 gestiegen innerhalb von Minuten. Und diese ganzen Leute, die auf einen fallenden VIX spekuliert hatten, sind dermaßen aus der Kurve geflogen. Da hat es materielle Existenzen vernichtet en masse. Ich kann mich damals noch an Berichte erinnern, wie viele Leute da existenziell wirklich Probleme bekamen, weil sie eben aus der Kurve geflogen sind mit dieser Spekulation, die jahrelang funktioniert hatte. Das ist eben der Punkt. Die hatten jahrelang recht. Da haben teilweise Leute ihre Jobs aufgegeben, um den VIX zu shorten. Und das hat dann wie immer eigentlich bei solchen Exzessen negativ geendet. Und jetzt sehen wir auf der anderen Seite, dass offenkundig Gelder in steigende Volatilitätserwartung reinlaufen. Hier sehen wir das größte Volatility ETF, das es in den USA gibt oder weltweit gibt. Da sind 40% jetzt der, oder ist 40% dessen, was in diesem Gesamtvolumen jetzt in diesem ETF ist, in den letzten 4 Tagen reingekommen. Also es gibt massive Zuflüsse in dieses ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF, das also dann profitiert, wenn die Volatilität an der Wall Street nach oben geht, respektive die Volatilität beim S&P 500 nach oben geht. Letzte Woche alleine $600 Millionen an Zuflüssen. Also da gibt es offenkundig ein paar Leute, die steigende Volatilität erwarten. Und Nomura, die hervorragende Quant-Analysemodelle haben, Charlie McAlligott ist hier zu nennen, die sagen, also mit dem VIX, da stimmt was nicht. Die Volatilität des VIX, der sogenannte V-VIX, der also die Volatilität der Volatilität misst, der schießt ziemlich nach oben. Und hier sagte Charlie McAlligott und der Nomura, das könnte also darauf hindeuten, dass wir möglicherweise ja in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, öfter mal so eine Gamma-Explosion gesehen haben, dass also die Market Maker sich absichern mussten, weil alle Calls gekauft hatten. Dann musste man sich absichern, indem man zum Beispiel das Underlying eben auch kauft. Und dass möglicherweise jetzt so etwas passiert ist, was vielleicht bei Tesla jetzt passiert ist gestern, nämlich dass große Put-Volumina gekauft werden, sodass dann die Market Maker eben vielleicht gezwungen sind, die Position mitzugehen und eben auch zu verkaufen, zu shorten, leer zu verkaufen. Das ist das, was Nomura jetzt sagt, könnte demnächst bevorstehen, weiß man nicht. Aktien steigen immer, insofern kann ich es mir nicht vorstellen, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir ein Muster wieder an den Märkten. Wir haben hier zum Beispiel die 3 Indizes. Den Spider, also die ETF, die als ETF gehandelt werden, im Spider, das ist das maßgebliche ETF auf den S&P 500, Triple Q, maßgebliches ETF auf den Nasdaq, und IWM, maßgebliches ETF auf den Russell 2000, sehen wir, dass die jetzt 14 Tage in Folge hier Gaps nach oben gemacht haben von mindestens 0,2%. Also wir sehen, dass sie zur Eröffnung meistens dann die Kurse steigen, und wir sehen, dass zum Schluss, zum Handelsschluss an der Wall Street, die Kurse meistens fallen. Wir sind jetzt mit der schlechtesten Performance in der letzten Handelsstunde an der Wall Street seit dem Jahr 2016. Normalerweise spricht man ja von Dump Money.
Das ist das Geld, das ab 15:30 in der ersten Stunde agiert. Und Smart Money, das ist das Geld, das in der letzten Stunde agiert. Ob das gerechtfertigt ist, diese Bezeichnung, will ich mal beiseite lassen. Jedenfalls ist es eine Bezeichnung, die in den USA durchaus gängig ist. Aber auf jeden Fall auffällig, dass wir zum Handelsschluss in der Regel in letzter Zeit eher Verkäufe gesehen haben als Käufe, während zur Eröffnung dieses alte Spiel gemacht wird. In Europa werden die US-Futures nach oben gezogen oder in der asiatischen Session. Und dann passierte an der Wall Street gar nicht mehr so viel. Und abschließend vielleicht noch Elon Musk, der unvermeidliche Frontrunner, Pusher, hat heute mal wieder über Bitcoin getwittert. Jetzt, wo ja bekannt geworden ist, dass Tesla Bitcoin gekauft hat, versucht er also per Twitter das alte Spiel zu machen und mit den Tweets die Meute in Bitcoin zu bringen. Das ist gelungen, der Bitcoin-Kurs gestiegen, zumal dann Mastercard und andere noch gesagt haben, ja, wir akzeptieren teilweise auch Kryptowährungszahlungen oder werden das abwickeln. Das hat ein bisschen Auftrieb gegeben, ganz durch die Decke ist es dann bei Bitcoin nicht gegangen, aber es zeigt einmal mehr, wie Elon Musk jetzt an der Uhr dreht, wie stark er Einfluss hat auf die Märkte insgesamt und möglicherweise wird das einigen Leuten nicht gefallen. Das hatte ich gestern in dem Marktgeflüster angedeutet. Apropos Marktgeflüster, morgen gibt es keines. Ist auch einmal schön, wenn man mal die Klappe halten kann, nicht wahr? Da habe ich andere Dinge vor, aber es gibt morgen den Videoausblick. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen früh nochmal sehen und dann das letzte Video vor dem Wochenende, wenn Sie dem beiwohnen würden. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.